Wenn wir wüssten, wer alles heutzutage in der Psychiatrie landet. Ich bin jüngst auf einen Fall aufmerksam gemacht worden, der doch sehr besonders ist, nämlich auf den Fall Karl-Hans Janke, der bis 1988, also 40 Jahre in der Psychiatrie Hubertusburg eingesperrt war und ein genialer Erfinder war. Seine Diagnose lautete unter anderem wahnhaftes Erfinden. Die Frage ist also, haben wir vielleicht etliche Genies in den Psychiatrien? Ich freue mich ganz besonders, heute den Dr. Peter Gramp hier zu haben, dessen Verdienst es war und ist, diesen Menschen, Karl-Heinz Janke, ein würdiges Andenken zu bescheren, und heiße euch herzlich willkommen jetzt bei Neue Horizonte TV. Und jetzt geht's los. Herr Gramp, wir können nur ruhig das kurz erläutern. Eigentlich wollten wir uns über Zoom unterhalten und es hat zweimal absolut nicht geklappt. Ja, letzten Freitag, ja dann nochmal Montag. Und dann, ich sag mal, vielen Dank, dass Sie doch bei all Ihren Terminen die Zeit gefunden haben, diesen Weg von Wermsdorf hier nach Leipzig zu finden, um mit mir über dieses Thema Genies in der Psychiatrie zu sprechen. Das war ja in diesem Dreisat, ich hatte nur diesen Dreisat-Film, der Fall Karl-Heinz Janke gesehen, und da waren Sie einfach mir sofort aufgefallen, dass Sie einer der wenigen Protagonisten dieses Berichtes waren, wo man einfach gespürt hat, da ist was richtig Menschliches und nicht ein Süffisantes von oben herab. Ihre Vorgängerin hat Sie ja damals auf den Dachboden geführt. Würde mich interessieren, wie sie das damals kommentiert hat, als sie Ihnen diese Aufzeichnung und wirklich im wahrsten Sinne auch Zeichnungen, vielleicht auch ein paar Modelle waren noch übrig, auf dem Dachboden von Hubertusburg, was Ihr Kommentar war, ohne jetzt Sie irgendwie zu beschämen, einfach so, sie hat sich ja nicht drum gekümmert. Ja, also sie hat sich insofern drum gekümmert, tatsächlich, dass sie die verhindert hat, dass die Dinge weggeworfen wurden. Das ist ihr hoch anzurechnen. Das ist unglaublich hoch anzurechnen, weil viele Dinge, die Menschen, bei denen die Attribution psychisch krank irgendwo in Verbindung steht, herstellen, wird dann einfach vernichtet. Das wird weggeworfen als wie Gelumpe, das man sowieso zu nichts gebrauchen kann. Das kann man gar nicht hoch genug einschätzen. Ich hatte insofern wirklich Glück, auch dass ich eine sehr menschliche Vorgängerin hatte, die darauf auch geachtet hat. Okay. Was besonders interessant war, sie sagte, sie interessieren sich ja für Kunst, also schon fast verschämt, so nach dem Motto, ich weiß nicht, ob der sich jetzt wirklich darum interessieren wird. Also sie hat mir das eher so Understatement angeboten, ich könnte da mal gucken. Und als ich dann auf dem Dachboden war und dann diese riesigen Mengen, die waren ja eng zusammengerollt, dann konnte man am Anfang nur erahnen, was da tatsächlich in diesen Obstkisten oder was es da alles war, drinne war. Als man dann anfing, so das erste auseinanderzublättern, merkte man erst einmal, mein Gott, das ist ein Lebenswerk. Das ist nicht irgendetwas, was einer für jemanden gemacht hat, sondern das ist etwas, was Ausdruck dessen ist, wer das angefertigt hat. Also Schöpferisches. Ja, wir haben sozusagen einen Spiegel des Herstellers dort gefunden. Ja. Und das ist ja nochmal was anderes, als wenn ich eine Auftragsarbeit abgebe, einen Plan, eine Konstruktionszeichnung für irgendeinen Autohersteller verfertige. Das kann man nicht damit vergleichen, sondern man merkte von Beginn an, hier steckt Herzblut, hier steckt Wirklichkeit drin. Also die Wirklichkeit eines Menschen. Und wie Sie richtig sagen, der fast ein halbes Leben, oder in dem Fall war es ja wirklich ein halbes Leben, in der Psychiatrie verbracht hat und innerhalb des halben Lebens eine Sonderstellung auch in einer doch eher
wenn man so will, totalen Institution verbracht hat. Weil die Institution hat ja alles verwaltet. Mhm. Diese Menschen lebten da drin, die waren dann drin gefangen. Sie waren Teil eines Ortes im Ort. Und dennoch stach er heraus. Das war auch die Legende, die dazu kam. Er lief immer mit einem Anzug herum oder zumindest mit einem Jackett. Er war immer der Ingenieur, der auch sozusagen in seiner Verkörperung auch gelebt, der hat es gelebt. Also das war nicht nur aufgesetzt. Und es war jemand, der sein eigenes Leben im Dienste einer Sache gelegt hat. Ja. Und ich glaube, das ist schon noch mal etwas mehr, als wenn jemand einfach nur einen kleinen Roman schreibt, sondern es war immer spürbar, dass es er war. Und in jedem seiner Zeichnungen, in jedem seiner Darstellungen, auch in seinem Urzeitalbum, man kann nicht umhin, um immer wieder den Menschen zu erleben, der eben war, wie er war, mit positiven Teilen. Da waren auch durchaus einige negative dabei. Er ist ein Kind seiner Zeit. Er ist also quasi in die nationalsozialistische Zeit hineingewachsen. Und natürlich hat er die Ideologie teilweise mitgetragen. Die ist ja nicht im Nationalsozialismus erfunden worden, sondern der Nationalsozialismus hat sich Ideologien bedient. Das ist ja ein großer Unterschied. Und diese Ideologie, wie ein Stück Antisemitismus, auch Chauvinismus, Herrentum, das finden wir alles in seinen Wiedergebungen wieder. Also die hat er nicht ausgespart. Und wir erleben ihn da wirklich wie einen kompletten Menschen, der mit Vorzügen, mit auch kritisierbaren Anteilen uns begegnet. Und damit wird er lebendig. Spannend. Also wir sollten vielleicht auch den Zuschauern kurz mal einblenden, ein, zwei seiner Zeichnungen. Also das sind schon, er war auch zeichnerisch wirklich sehr, sehr begabt, ne, dieses Dreidimensionale darzustellen. Mir gelingt sowas nicht. Ja, und diese Trajekte, die haben es ja wirklich in sich. Ja. Ja, spannend ist ja, dass selbst bei Wikipedia, wenn man nachschaut, bei Wikipedia steht tatsächlich ein wahnhafter Erfinder. Er war ein wahnhafter Erfinder. Also wahnhaft. Also, dass sie sich der Diagnose bedienten, die damals gestellt wurde. Und er wurde rezipiert eher in der Kunst. Ja. Also, obwohl er schon zwei Patente hatte, ein Navigationssystem für Flugzeuge, in 30er, 40er Jahren. Ja. Und nee, 35. 35. Und zwar 35 schon patentiert. Ja. Also wir müssen ja davon ausgehen, dass das ja schon das Endergebnis war. Und man arbeitete ja Jahre, bis man dort ist. Ja. Also in relativ früher Zeit hat er zwei Patente erwirkt. Ich sage immer ein bisschen provokant. In meinem Auto befindet sich nichts anderes. Da befindet sich ein Navigationssystem. Ja. Das benutzt zwei Sender. Ja. Und aufgrund der differenziellen Ausrichtung dieser Sender, also gut, das Navigationsgerät hat drei Sender, aber im Grunde ist das gleiche Prinzip. Er benutzt sozusagen den Leitstrahl und aufgrund der Intensität kann er abmessen, wie weit dieser Leitstrahl weg ist. Mhm. Aufgrund der Vektorisierung kann er es zuordnen, wo der steht. Und damit kann er den exakten Punkt seiner aktuellen Position bestimmen. Ja, ja. Und nichts anderes macht ein Navigationssystem, auch wenn es heute mit Displays und 3D-Bildschirmen und so weiter, das sind alles nur Ausformierungen. Das ist im Grunde der Urfernseher, den wir heute als Flatscreen haben, hat er als Urnavigationssystem geschaffen. Ja. Es wurde nur nicht in der Bedeutung erkannt, aber im Grunde ist es ein solides Modell, das er da aufgezeichnet hat, mit der Grundidee, die drin ist, für die jemand viel später wahrscheinlich auch ganz viel Geld verdient hat. Mit Sicherheit. Ja, das Gleiche auch der sogenannte Drehflügler. Mhm. Ja, das ist nichts anderes als ein Hubschrauber. Ja. Ja, sagt jeder, ist doch ganz einfach. Ja, aber zu der damaligen Zeit war es seinerzeit ein Stück voraus. Und er war tatsächlich auch in seiner Eigenwahrnehmung Techniker, Ingenieur. Ja. Er hat keine Kunst gemacht. Das hat er auch immer wieder betont, ich mache keine Kunst. Das Interessante ist, wenn man aber die kunstvolle Ausgestaltung dann anguckt, wenn man weiß, mit welchen insuffizienten Rahmensituationen er letztendlich konfrontiert war.
Also nein. Insuffizient heißt eigentlich das mangelhaft. Mehr als mangelhaft. Man muss sich ja vorstellen, das war eine Psychiatrie mit großen Stationen, mit vielen Patienten auf so einer Station. 40 in einem Raum, habe ich gelesen. Ja, ungefähr. Nicht? Ja. Und da muss man ja auch sehen, die waren ja nicht ruhig, sondern die haben ihn ja auch nicht sein Ding machen lassen, sondern haben immer gestört. Das heißt, er selber musste sich ruhige Ecken besorgen, er musste sich die suchen, er musste die verständigen, er hat darum gekämpft, dass er irgendwo eine Ecke bekommt, oben unterm Dach, genau, ein ganz kleines Eck. Ja. Dort hat er dann seine Dinge gezeichnet, da hat man ihn etwas in Ruhe gelassen. Aber eine wirkliche Ruhe kann man nicht unterstellen. Nee. Dann hat er auch jetzt keinen Zeichentisch besessen, so wie ein technischer Zeichner normalerweise arbeitet. Er hat mit Ach und Krach hat er einen, ja, ich sag jetzt mal ein Lineal besessen, Stifte besessen, das war's dann. Mhm. Also das ist, so würde keiner von uns wahrscheinlich das hinkriegen. Ja. Und Sie haben vollkommen recht, er hat sich in dreidimensionalen Zeichnungen verstiegen. Ich weiß nicht, ob wir das schaffen würden. Und ich glaube, das ist die Besonderheit von Janke, dass er aus nichts etwas schafft. Ja. Und im Grunde sein ganzes Thema heißt ja, das ist ja ein Thema, da beschäftigt er sich mit dem, was wir als nichts bezeichnen, das heißt die Atmosphäre, also das, wo wir permanent uns bewegen, diese Luft, die um uns herum ist. Und er sagt, stopp, ihr verkennt dieses sogenannte Nichts. Ja. Es ist voller Energie und diese Energie kann ich transportieren. Ich kann aus dieser latenten Energie eine tatsächliche Vortriebsenergie gestalten, mit der ich dann auch Autos, Schiffe, Flugzeuge, alles Mögliche kann ich nach vorne bringen, bis hin zu Raumfahrzeugen, mit denen wir die Planeten besuchen können, wo wir durch das ganze Weltall fliegen. Also freie Energie. Freie Energie. Und ja. Das Interessante ist, er bezeichnet das als das deutsche Atom. Wir denken ja immer bei Atomen an Atomkraft, an Atombomben, Spalten. An Spalten. Ja. Im Grunde war Janke nur präziser. Das Atom ist einfach das zu seiner Zeit kleinste Element, das da einfach die Materie darstellt. Heute wissen wir, es gibt da noch viel Kleineres, ja, Quanten und Ähnliches. Die Quanten waren da schon, 35 zumindest, waren die schon unterwegs. Aber da waren die unterwegs, trotzdem. Aber noch nicht so konkret. Das ist ein Prozess. Richtig. Und im Grunde, was er ja beschreibt, ist, dass man aus latenter Energie, wir könnten heute sagen Wellenenergie, also jeder, der Fernsehen anguckt, nutzt ja Wellenenergie. Oder ein Smartphone. Ein Smartphone ist ja der Klassiker. Ja. Aber wir benutzen auch Wellenenergie, um Strom zu erzeugen mittlerweile. Denn nichts anderes steht manchmal auf den Dächern und fängt uns die Sonne ein und macht daraus elektrische Energie. Mhm. Im Grunde aber zu seiner Zeit undenkbar. Er wurde nicht verstanden. Er hat 1954 einen Projektor für Fernsehdarstellungen gemacht. Würden wir heute sagen, Beamer. Ein Beamer. Janke hat das damals schon gemacht. Er hat in den 50er Jahren einen Roller kreiert, den wir heute als City-Roller benutzen. War Janke schlappe 70 Jahre voraus, mit sehr konkreten Vorstellungen, wie das sein müsste. Und ich glaube, das ist genau diese Offenheit für die Möglichkeiten, die ein... Also Entschränkung sozusagen des Denkens. Richtig, eine Befreiung. Ja. Das Problem ist, wir sehen ja da immer sozusagen unser Krankheitsverständnis. Wenn man sich aber mal löst davon, muss man sagen, naja, vielleicht ist ja genau das... Das, was er nutzen konnte als offene Welt, die nur darauf wartet, besiedelt zu werden. Mir fehlt gerade das Wort, der war nicht ganz dicht. Ja. Das, wir sagen, der ist ja nicht ganz dicht. Aber wir gehen nicht in, wirklich nehmen das nicht so wörtlich, wie es eigentlich gemeint sein, weil dicht sein heißt ja für mich beschränkt sein in meinem Denken. Und wenn jemand nicht ganz dicht ist, ist er offener. Richtig. Ja. Offener für Möglichkeiten. Genau, wir nutzen nur halt immer die entwertende Situation. Ja. Wenn man das wertneutral betrachtet, heißt das eigentlich nur, er ist unglaublich offen gewesen für die Möglichkeiten, die sich hinter seiner Idee verbergen. Ja. Und das kann man in besonderer Form in seinem Urzeitalbum sehen, das natürlich gespickt ist voller alter Ideologie, auch seinen ganzen übermächtigen Vorstellungen von der Welt und was ist gut, was ist schlecht. Das ist so der eine Teil.
Manche haben sich die Dinge angeguckt und haben gesagt, ja, das sieht ja ein bisschen naiv aus. Ich habe mir die Dinge angeguckt und habe gesagt, so ein Blödsinn. Es ist ein Narrativ. Mhm. Er hat die Kunst besessen, die Nachricht, die er uns vermitteln wollte, in seiner Form zu verpacken. Mhm. Und das Einzige, was wir machen müssen, nicht vorher werten, ja, sondern vorher lesen. Nur wenn das manche Zeitgenossen mal täten, durch alle Bereiche des menschlichen Lebens, es wird erst gewertet und dann, ja, vielleicht die Überschrift gelesen und dann, oh, naja, das ist ja zur, ja, Seite geschoben. Ja. Und im Grunde teilt er uns ja in diesem Urzeitalbum unglaublich vieles mit. Das, was er immer so gesagt hat, er möchte natürlich nicht den letzten Jota seiner Erkenntnis vermitteln, damit es nicht zur Waffengewalt wird. Mhm. Im Grunde auch seiner Zeit weit voraus, so weit sind wir heute noch nicht, dass wir irgendwann verstehen, dass Waffenschaffen ein redundantes Denken ist. Ja. In einer Welt, die so klein ist wie der heutigen, sind Waffen eigentlich ein Anachronismus. Ja. Na gut, die haben sich ein bisschen verändert. Richtig. Heute sind die Medien die Waffen. Auch das, ja. Die Sprache ist eine Waffe. Also der Kriegsschauplatz ist unser Bewusstsein und nicht mehr oder immer weniger Panzer und Bomben und Granaten. Ja. Aber das ist ja das Interessante an Janke. Er verliert sozusagen die Haftung von uns einfachen Menschen und bewegt sich einfach auf eine andere Ebene und sagt, ja, ich gucke mir das jetzt auf dieser Ebene an. Im Grunde fast wie ein Philosoph. Das Problem ist nur, er macht es uns nicht mundgerecht, sondern er verlangt von uns, dass wir uns damit auseinandersetzen. Dass wir uns einlassen. Ja, ja. Es ist seine Welt und diese Welt hat auch einen Sinn. Und er verleitet uns ja dazu, und das hat er ja auch in der ganzen Zeit, als er in der Hubertusburg war, immer wieder getan. Er hat immer wieder Vorträge gemacht. Vorträge, die würden heute als PowerPoint-Präsentation laufen. Die hat er mit gemalten Bildern gemacht, die er an die Wand gehangen hat. Und dann ist er mit den Zuschauern sozusagen in den Dialog getreten. Mhm. Hat nicht unbedingt dazu geführt, dass er verstanden wurde. Ja, viele haben das dann entwertet, haben das belächelt. Ja. Gibt es auch schöne Fotos, wo er mit Kindern dann kommuniziert hat, wo ich mir immer denke, ja, die Kinder waren ein bisschen schlauer, weil die waren noch nicht so verbildet. Die sind noch nicht so arrogant und wissen noch nicht vorher alle schon. Die haben sich ihm einfach gegeben, wie sie waren und haben dann neugierig mal geguckt, was er so bringt. Das habe ich irgendwo auch gelesen, dass also ein ehemaliger Schüler sagt, das war einfach faszinierend, ne, von dem da mitgenommen zu werden. Ne? Ja. Ich glaube, das ist etwas, was man im Erwachsenenalter häufig verliert, diese naive Offenheit für die Möglichkeiten. Ja. Ich sage immer, früher, wenn man Kind und Jugendlicher ist, dann liest man irgendwelche technischen Zeitschriften, ja, heute PM oder wie sie es hier alle nennen, und träumt sich in die Möglichkeiten hinein. Und ich möchte nicht wissen, wie viele spätere Erfindungen eigentlich nur Ergebnis dieser Träume sind, die ein ganz anderer vorgedacht hat und die derjenige dann einfach nur versucht zu transformieren in eine Art von Wirklichkeit. Und ich glaube, das ist genau das, was auch Janke konnte. Nur Janke hat seine Kindheit behalten. Er hat sie nicht einfach aufgegeben und hat sie irgendwo abgelegt in einen stillen Koffer, sondern er hat es beibehalten und er hat weiter gekämpft damit. Und das merkt man vor allem in diesen, ja, in diesen metakommunikativen Dingen, wenn er drüber spricht, was er eigentlich mit diesem Trajekt will, was für ihn eigentlich dahinter steht, welche Chancen er da drin sieht. Im Grunde hat er sich in einer Zeit 1950 über energetische Probleme der Zukunft beschäftigt. Ja. Da haben die Leute sonst Autos mit 20-Liter-Motoren gefahren. Ja, 8-Zylinder, die durften auch Sprit verbrauchen, wie sie wollten. Ja. Das Thema Umweltverschmutzung, Klimawandel war ja da völlig außen vor. Im Gegenteil, man hat einen Positivismus da gelebt, so nach dem Motto, es wird immer weitergehen und es wird immer mehr und alles steigert sich. Da sind wir ja heute weit weg und Janke war da schon, wo wir heute sind. Und er hat im Prinzip, ich sag mal, Tesla, ja, Nikolaus Tesla, ja, hat man uns ja im Physikunterricht vorenthalten. Weil er kam in den Physikbüchern nur davor, wo es in Tesla gemessen wurde. Ja. Aber all seine Erfindungen, ja, die Übertragung von Strom ohne Kabel, was er zum Bruch mit JP Morgan geführt hat, der Kupfer verkauft hat, all das wurde uns ja vorenthalten. Ja.
Steiner hat ein Gerät jedenfalls erdacht, um freie Energie nutzbar zu machen. Wilhelm Reich hat Orgon genannt. Mittlerweile gibt es etliche Tüftler und Erfinder, die sagen, hier, guckt euch das an, das ist freie Energie. Da ist kein Strom dabei, ja, und trotzdem leuchtet die Lampe oder läuft dieser Motor hier. Kann es sein, dass auch, sag ich mal, bestimmte Interessen bei der DDR, weiß ich nicht genau, aber dass nicht nur nicht verstanden, sondern auch tatsächlich, er war ja im Patentamt, soweit ich weiß. Ja. Man hat zwar von Hubertusburg immer wieder gewarnt, das ist doch ein Verrückter, was wollt ihr denn mit dem? aber dass auch, sag ich mal, die Zeit auch noch nicht gekommen war für freie Energie, weil freie Energie aus meiner Sicht ja voraussetzt, dass wir Menschen verantwortungsvoll damit umgehen. Ja, das war ja auch so ein bisschen der Punkt, wo Janke selber sagt, er wird, wenn dann, die Informationen nur an die UNO weitergeben, damit da keiner eine Waffe daraus gestaltet. Also an alle praktisch gleichzeitig. Genau, sodass alle die gleiche Wissensbasis haben. Das ist so der eine Aspekt. Der andere Aspekt ist, dass wir so ein bisschen die Blinden sind, die nur glauben, was sie sehen. Mhm. Und alles, was wir nicht sehen, glauben wir, existiert nicht. Ohne zu verstehen, dass das Auge ja nur ein sehr eingeschränktes Sinnesorgan ist, weil das in der Entwicklung des Menschen auch nicht nötig war, jetzt mehr zu wissen, mehr zu sehen. Obwohl wir ja aus der Tierreich schon wissen, dass es Tiere gibt, die wesentlich mehr sehen als wir, anders sehen als wir. Ja. Und deswegen ist es nicht falscher als das, was wir sehen. Und das ist aber genau diese Arroganz, die uns Menschen ja auch manchmal trägt. Ja. Wir erheben uns über andere, über Tiere, auch über Janke und wissen, dass der Mann ja eigentlich nur ein Verrückter ist, den wir nicht ernst nehmen müssen. Und ich glaube, das ist ein Kernfehler, Menschen nicht ernst zu nehmen, denn jeder Mensch ist erst einmal Mensch, weil er vom Menschen geboren ist. Ja. Und damit hat er das Recht, ernst genommen zu werden. Ein Grundrecht, das man ihm nicht entziehen oder geben kann, sondern er hat es, weil er ist. Weil er ist, nicht? Weil er kommt vom Menschen und damit hat er dieses Grundanrecht. Ja. Das Problem ist, das wird häufig so nicht gelebt, sondern wir gucken erst, was wir glauben, dass jemand ist. Und dann werten wir meistens schon im Vorweg. Anstelle erst mal offen mit dem umzugehen und zu sagen, wir gucken jetzt einfach mal, vielleicht verstehe ich etwas noch nicht. Mhm. Und das unterscheidet uns vor allem Erwachsene von Kindern. Mhm. Kinder sind da oft noch viel offener. Die lassen Dinge zu, träumen sich auch mal in eine Sache hinein und damit bleibt es offen. Ja. Und man könnte natürlich bissig sagen, das, was wir als Wahn definieren, ist manchmal ein nur in den Tag gelebter Traum, der eben nicht durch das Aufwachen unterbrochen wird, sondern er bleibt in jeder erdenklichen Form dimensionsungebunden. Er darf die Dimensionen überschreiten, er darf auch Dinge einbeziehen, die wir im Moment uns nicht vorstellen können, vor allem umso fantastischer, je mehr. Ja. Aber damit schaffen wir auch gleichzeitig die Überlegung der Möglichkeit. Das heißt, Kreativität ist immer auch ein Ausgeburt dessen, was denkbar ist. Ich habe mal gehört, dass die NASA tatsächlich ein ganzes Team beschäftigt, die sich nur Science-Fiction-Romane durchlesen, weil so nach dem Motto, alles, was denkbar ist, kann auch sozusagen in die Wirklichkeit gebracht, in die Welt der Formen gebracht werden. Ja, gucken wir uns doch mal Raumschiff Enterprise an, was dort alles erdacht war. Mhm. Und dann gucken wir an, was heute im Wohnzimmer steht. Oder beim Einkaufen, ne? Ich weiß noch, ach, guck mal, die gehen von alleine auf die Türen. Und heute ist das so selbstverständlich. Ja, man gewöhnt sich sehr schnell dran. Ja. Und das ist das Interessante, dass diese Dinge müssen aber erst gedacht werden. Ja. Und wir vergessen allzu leicht, dass dieses Erdachtwerden bedarf der kreativen Überlegung. Und Kreativität wird als solches positiv gewertet.
Aber eine Kreativität, die wir uns nicht mehr vorstellen können, bekommt ganz schnell eine Wertung. Pathologisches Erfinden. Ja. So steht es bei Wikipedia. Genau. Pathologisch, also krank, richtig. Krankhaftes. Genau, das heißt, die Attribution kommt sofort. Ja. Und danach, ist ein übliches Wikipedia genau. Ding. Ja. Und danach kommt erst das, was eigentlich passiert ist. Statt erstmal zu gucken, was passiert ist. Ja. Und dann zu gucken, ist das nachvollziehbar oder da kann man ja diskutieren drüber. Zum Diskutieren komme ich aber nicht mehr, wenn ich es vorher schon gewertet habe. Ist klar. Und solche, das erleben wir ja jetzt extrem in diesen verrückten Zeiten. Ja. Richtig, in diesen verrückten Zeiten, die wir im Moment erleben, haben wir das ja sozusagen täglich. Ja. Und das ist zu allen Zeiten so gewesen, denn das, was wir nicht vorstellen, also was für uns nicht vorstellbar ist, das kommt in eine Ordinationsstruktur. Das heißt, es wird ordinal definiert. Das heißt, wir müssen es ordnen. Das muss sofort hinausgeordnet werden. Es muss getrennt werden von dem sogenannten Guten. Das Wort umstritten. Es ist umstritten. Das heißt, wir streiten nicht, sondern wir negativieren das sofort mit dem Um. Ja. Das heißt, die Sprache sagt es uns ja schon. Ja. Und damit kommen wir gar nicht mehr so weit, dass wir das bis zu Ende diskutieren, sondern es wird vorher wird das schon in die Tonne gekloppt. Und natürlich war die Psychiatrie als Teil einer staatlichen Struktur. Und wenn man die Hubertusburg ansieht, dann und vor allem, wenn man die Geschichte dieses Hauses kennt, nicht? Das war mal Sie Gefängnis. Sie haben ein bisschen was drüber geschrieben, ne? Über ich bin gerade dabei. Pfarrer auch, ne? Genau, ich bin gerade dabei. Genau, der Bergstresser war sozusagen mein erstes, was ich mal veröffentlicht habe, damit ich die Quellen auch dann für das Eigentliche habe. Ja. Hubertusburg war mal eine Korrektionärseinrichtung. Es war ein Arbeitshaus für Frauen. Es war ein Gefängnis, Bebel und Liebknecht. Waren somit die letzten Inhaftierten. Das ging noch bis Mitte des vorletzten Jahrhunderts, nicht letzten, sondern vorletzten Jahrhunderts, war das noch voll im Betrieb. Und das zeigt so schön, dass man da direkt daneben eine Psychiatrie baut, gleichzeitig auch eine Einrichtung für geistig Behinderte. Die Hubertusburg ist eigentlich die erste Beschulung von den sogenannten Idioten und Epileptikern. Nicht? Eine Blindenvorschule, die erste in Sachsen war in Hubertusburg. Okay. Was viele gar nicht wissen, viele denken, ja, das war dann Chemnitz oder manche, die noch ein bisschen weiter geschichtlich sind, sagen, ja, das war in Moritzburg. Nein, nein, das war ursprünglich in der Hubertusburg und ist dann von dort hinaus gewandert. Mhm. Und das waren totale Einrichtungen, die aber auch gleichzeitig totalitär waren. Das heißt, wer einmal da drin war, der kam von selbst nicht mehr hinaus, sondern der ordnete sich einer eigenen Kultur, einer eigenen Gesellschaft unter und er hatte innerhalb dieser Gesellschaft auch deren Regeln zu akzeptieren. Die da hießen, du bekommst regelmäßig Essen und Brot. Ein Dach über den Kopf, aber dafür musst du etwas erbringen. Und das waren damals hauptsächlich Dinge wie Landwirtschaft, Wäsche waschen, Kartoffeln schälen, genau, Körbe flechten, da gab es ganze, und Spinnen. Das war eine der größten Spinnereien, daher kommt übrigens auch der Begriff. Spinner? Ja, daher du kommt Spinner. Der Begriff. Die waren angehalten zu spinnen und die Hubertusburg war eine der größten Spinnereien zur damaligen Zeit. Das wusste ich nicht. Ja, also ich meine jetzt auch, du Spinner. Daher kommt der Begriff. Ist ja toll. Aber gleichzeitig ist es ein Symbol des Versponnenen, nicht? Ich bleibe sozusagen in mir selbst, in meinem eigenen Gedankengebäude drin und verlasse es nicht. Mhm. Also es ist auf der einen Seite eine Metapher und auf der anderen Seite aber auch ein Symbol dessen, was man den Leuten abverlangt hat. Ja. Und darin haben die gelebt bis zu ihrem Tod. Die haben zum Teil nichts anderes mehr gesehen. Mhm. Und diese Entwicklung endet eigentlich erst vor wenigen Jahrzehnten. Wir denken immer, das ist urlange her. Nein. Aus unterschiedlichen Motiven heraus. Also die waren sehr unterschiedlich, die Motive. Nicht? Also Zwangspsychiatrisierung natürlich. Hat es auch im Westen gegeben, nicht nur im Osten. Ja. Das ist kein Phänomen einer politischen Landschaft, sondern es ist ein Phänomen einer mitteleuropäischen Kultur im Umgang mit dem anderen. Ja. Mit dem, was ich nicht verstehe. Bis hin, dass man dann irgendwann meinte, wer anders ist, ist eigentlich weniger wert und hat dann sozusagen den Unwertgedanken in unser normales Denken implementiert und hat einfach gesagt, naja, wer geistig behindert ist oder wer psychisch krank ist, den kann man dann auch
Euthanisieren. Genau, also das ist ja kein Leben in sich. Fürchterlich. Ja. Das ist ein Leben, das nicht lebenswert ist, wo ich sage, ja, wer definiert das? Ich kenne viele und ich betreue sehr viele intelligenzgeminderte, gehandicapte Menschen, die leben sehr gerne. Und die freuen sich über jeden Tag. Ja. Ja, welche Borniertheit muss jemand haben, um dann zu sagen, das ist nicht lebenswert? Wir haben übrigens ja beide, aber wahrscheinlich nicht zur gleichen Zeit, in der gleichen Einrichtung gearbeitet, in den diakonischen Werken Himmelstür. Da war ich im Haus Fiedler für ein Jahr. Und diese Unmittelbarkeit, diese Maskenlosigkeit dieser Menschen, das werde ich nie vergessen. Ich weiß, dass ich nicht auf Dauer für die Arbeit dort geeignet war, weil ich noch zu viel wollte, ja? Also an Entwicklung. Aber diese Unmittelbarkeit und auch gerade bei denen, die wir da, wie nennen sie sich jetzt, Trisomie 21, genau, richtig. diese Lebensfreude und beim Tanzen, also, und die konnten einen abknutschen und im nächsten Moment auch vor die Füße spucken. Richtig. Da gab es keine Masken. Ja, aber das ist eben das, was wir in unserer zivilisierten, also wir denken ja, dass sie zivilisiert ist, Lebensstruktur oft nicht mehr leisten können, weil wir alles reflektieren. Ja. Wir überdenken alles und wir verlieren damit ganz viel Kommunikationsmöglichkeiten. Und die Unmittelbarkeit. Richtig. Ja. Wenn wir auf Janke zurückkommen, was er macht, er spricht mit uns. Mhm. Und das ist auch, was Delacroix mal so schön gesagt hat, das Bild blickt mich an. Wenn man vor seinen Konstruktionszeichnungen steht, die blicken einen an, sie ziehen einen hinein. Mhm. Die Texte, man muss sie lesen. Auch eine tolle Schrift. Ja, eine tolle Schrift. Ja. Er bannt uns sozusagen vor dem Bild. Man muss sich durcharbeiten. Es hilft, ein bisschen Zeit mitzubringen. Mhm. Es gibt ja mittlerweile ein Museum, leider zu Corinna-Zeiten geschlossen, aber wo zumindest ein Teil seiner Schriften ausliegen. Ja. Ja, und ich glaube, das ist auch, also dieses kleine Museum, oder ist eine Dauerausstellung, die hat noch eine andere Eigenschaft. Das ist eine Patienten-Selbsthilfefirma. Mhm. Also da geht es nicht darum, dass jemand Geld verdient, sondern da geht es nur darum, dass die, die da drin Aufsicht machen, die Sachen kuratieren, dass diese Menschen sozusagen davon erhalten werden. Das heißt also, das gibt ihnen sozusagen auch die Rückmeldung. Das ist so ein ganz wichtiger Punkt davon. Dieses Museum ist von Menschen mit psychischen Erkrankungen gebaut worden. Mhm. Und ich kann mich noch gut erinnern, wir hatten dann jemanden, der war tatsächlich körperlich behindert und der wollte unbedingt mitmachen. Wir hatten alle schlechtes Gewissen. Der hat unten die Bodenleisten gemacht, weil der konnte nicht stehen. Mhm. Weil der hatte eine Lähmung der Beine. Und der war sowas von glücklich, dass wir ihm das zugetraut haben, dass er diese Bodenleiste machen durfte. Also saß dann auf dem Boden? Der saß auf dem Boden. Ja. Und dann haben wir uns geschämt, dass wir uns ihnen das am Anfang nicht zugetraut haben. Also eine völlig verquere Situation. Und trotzdem, denke ich, haben wir alle sehr viel damit gelernt, mit dem anderen anders umzugehen. Das heißt also, ihnen Vertrauen zu schenken und zu sagen, mach mal. Der Mann war so glücklich, dass das Glück auf uns übersprang und wir eigentlich auch dann plötzlich froh waren, dass wir so gehandelt haben. Ja, Da gibt es eben auch diese Geschichte noch dazu. Und ich kann mich auch erinnern, Vorläufer dieser Dauerausstellung war eine Ausstellung in Peenemünde. Und da stand ja der sogenannte Weltraumfantast, in Anführungsstrichen Janke, gegenüber dem Weltraumfantasten Wernher von Braun. Und ich kam dorthin. Und dann stand unten ein Ehepaar, nehme ich mal an, und diskutierten lauthals. Und die Frau sagte dann, weißt du was, du mit deinem Scheiß, Entschuldigung, Wernher von Braun, der andere, der wollte das nur zu friedlichen Zwecken, der imponiert mir mehr. Ja. Guck an. Und ich dachte, meine liebe Frau, Sie haben was verstanden. Ja. Sie haben verstanden, um was es Janke ging. Janke ging es nicht darum, wer ist schneller auf dem Mond, wer ist brutaler, wer ist gefährlicher, sondern ihm ging es darum, dieses Phänomen Energie neu zu vermitteln. Ja. Und das ist ja das Interessante, was wir darin meistens gar nicht sehen, dass es eine Form der Sprache ist.
Und gleichzeitig ging es Janke auch darum, uns in seine Welt hineinzuziehen, uns die anzubieten, einen gemeinsamen Sinn mit uns, in seinem Sinne natürlich, klar, zu gestalten. Und die Frage ist ja, was heißt das? Warum brauchen wir Menschen einen gemeinsamen Sinn? Weil es genau das macht. Es nimmt uns die Einsamkeit. Und Einsamkeit macht Angst. Das haben wir ja jetzt in diesen Perfekt. Carola-Zeiten, ja. Corinna-Zeiten. Ja. Ja. Ja, diese Einsamkeit der Alten lässt sie wie die Fliegen sterben. Ich glaube, das ist etwas, was wir aus dieser ganzen Covid-Diskussion herausnehmen können, dass wir Menschen soziale Wesen sind, die, wenn wir entsozialisiert werden, entmenschlicht werden, aber auch aggressiv werden. Ja. Und genau das auch Gleiche. Auch autoaggressiv, also ganz klar. Suizid, ich möchte nicht wissen, wie viel. Lieber nicht nachzählen. Ja. Und ich glaube, das Gleiche erleben wir manchmal bei Menschen, die wir dann klassifizieren als psychisch krank, die in ihrer Kommunikation merken, dass sie nicht mehr verstanden werden. Die Welt wendet sich ab, die Angehörigen wenden sich ab, sie werden immer einsamer. Also es gibt keinen gemeinsamen, geteilten Sinn mehr. Und dann erleben wir eigentlich nur das Endergebnis, dass die aggressiv sind. Ja. Wenn man sich aber bemüht, den Menschen so zu begegnen, wie er im Moment ist, nennen wir es ruhig mal verrückt für den Allgemeinen, dann erstaunen wir, dass dann plötzlich die Aggressivität in sich zusammenfällt wie ein Kartenhaus. Eine Kommunikation plötzlich passiert. Einfach die Wertschätzung als Mensch. Ja. Punkt. Punkt. Ja. Und plötzlich ändert sich in Sekunden alles. Und dann kommt dann immer so die Bemerkung, ja, das liegt daran, weil das Sie sind oder weil Sie so eine Position haben. Das ist völlig gleichgültig, weil in dem Moment der andere sowieso gar nicht wahrnimmt, welche Position ich habe. Wollte ich gerade sagen, die nonverbale, also die nicht ans Wort gebundene innere Haltung eines Menschen ist für die Kommunikation das Wichtigste überhaupt. Ich würde natürlich gern, machen Sie erstmal zu Ende. Da gibt es einen ehemaligen, ich glaube, der war ursprünglich Italiener, einen Psychiater, Benedetti, der mal der Kranke als Mitmensch geschrieben hat. Ich würde noch ein Stück weiter gehen. Ich denke, erst einmal ist es ein Mitmensch. Ob er dann krank ist, das ist schon wieder eine Zuordnung. Aber erstmal geht es darum, den Menschen dort zu sehen, auch wenn wir ihn nicht verstehen im Moment. Ja. Und dazu bedarf es ein bisschen Mut. Gut, da habe ich natürlich in meinem Beruf einen großen Vorteil, weil es ist eine Leistung, die ich ja immer wieder erbringe. Nicht erst zu werten, nicht erst eine Pathologisierung zu machen, sondern einfach zu sagen, gut, das ist jetzt ein Mensch. Jetzt gucken wir erst einmal, was bewegt ihn, was hat ihn getrieben, warum hat er Angst. Und ich glaube, wenn man mit dieser vielleicht auch kindlichen Naivität agiert, entspannen sich manchmal Dinge, was ja auch den Vorteil hat. Wenn unser Eins den Menschen sieht, ist er nicht aufgewühlt. Er ist nicht Teil eines Systems der Überforderung, des Nichtverständnisses, sondern wir sehen den jetzt erst einmal so, wie er ist. Mhm. Punkt. Ich weiß nicht, was vorher war, ich weiß nicht, was danach kommt. Ist manchmal auch ganz gut, wenn man es gar nicht weiß, weil dann sehe ich auch andere Dinge. Ich gucke nicht den Menschen... Durch die Brille oder durch das Raster einer Diagnose. Ja. Und ich sehe auch nicht den Menschen, der vielleicht wegen einer akuten Fremdgefährdung oder Selbstgefährdung kommt, der vielleicht auf der Brücke stand, sondern ich sehe jetzt erstmal einfach nur den Menschen. Sie sind seit 96 dort Chefarzt in der Psychiatrie. Das heißt, Sie haben ein Vierteljahrhundert dort Menschen gesehen. Janke ist mit Sicherheit etwas sehr Außergewöhnliches, aber ist Ihnen, sag ich mal, dieses Geniehafte, wir haben ja ganz schnell, jeder kennt das Genie und Wahnsinn oder so, auch öfter noch begegnet in diesem Vierteljahrhundert? Also es ist nicht häufig, weil wir es heute kaum mehr sehen. Denn Janke hatte natürlich auch eine Bühne. So verrückt das jetzt klingt, in dieser Enklave, in diesem Asyl, Hubertusburg, war er natürlich auch geschützt. Man forderte nicht ständig eine Werkstatt für Behindertenleistung.
Er war nicht permanent gefordert, in einer Welt sich behaupten zu müssen, die ihm mit Unverständnis begegnet. Weil innerhalb dieser Kommunität durfte er sein. Das war ja auch ein Vorteil, wenn man so will. Und damit konnte er sich natürlich ausgestalten. Dann muss man auch noch sehen, das ist nicht der tagtägliche Umstand, sondern das braucht auch immer eine gewährende Atmosphäre. Mhm. Und Janke hat sich viel geschaffen. Schöner Begriff. Gewährende Atmosphäre oder Milieu. Ja. Ja? Ein gewährendes Milieu oder eine gewährende, schöner Begriff. Also für jemanden wie ihn war das einfach wichtig. Ja. Was wir heute tun in der sogenannten sozialen Psychiatrie, ich finde den Begriff durchaus nicht kritikfrei zu nehmen, weil häufig wird das Soziale in der Psychiatrie so verstanden, dass wir sagen, ja, wir müssen diese Menschen teilhaben lassen am Leben in der Gemeinschaft. Das sind so große Begriffe. Inklusion. Inklusion, und die Wirklichkeit sieht anders aus. Der Patient muss sozusagen eine Anpassungsleistung erbringen, um in dieser Gesellschaft akzeptiert zu werden. Man stellt ihn letztendlich vor permanenten Leistungsforderungen, die aber immer in die gleiche Richtung gehen. Er muss dann gucken, wie er zurechtkommt. Er muss selbstständig leben, er muss selbstständig arbeiten. Also es sind immer diese ständig und selbst, also er beinhaltet die Verantwortung. Die Gesellschaft zieht sich zurück. Und wenn er nicht zurechtkommt, dann ist er wohnungslos, obdachlos und geht vor die Hunde. Ein Umstand, den wir ja gerade in großen Städten wie in Berlin manchmal leibhaft sehen können. Ja. Ich denke, das ist eben genau diese andere Seite, nicht? Also wir benennen es sozial, aber akzeptieren bis zum ganz großen Bereich, je nachdem, wie ich das jetzt sozusagen als Eckpunkt fixiere, ein großes Maß an sozialer Verelendung. Und das ist wieder die andere Seite der Psychiatrie, dass ich sage, ja, ich sehe den Mensch, jawohl, nicht Ecke Homo, es sei der Mensch, sondern ich lasse ihn dann sozusagen fallen. Und ich glaube, die Kunst, um die es wirklich geht, ist, im rechten Moment zu fangen, ohne zu behindern. Mhm. Und ich glaube, da sind wir erst auf dem Weg, da sind wir noch lange nicht angekommen, sondern das müssen wir noch lernen. Aber wir haben auch diese Menschen 2 Jahrhunderte letztendlich asyliert. Asyliert? Ja, in ein Asyl gesteckt. Asyliert, okay. Die Bevölkerung hat verlernt, mit dem Verrückten umzugehen. Ja, ja, Dörner hat mal, glaube ich, so schön gesagt, die Kunst, der aufgeklärte Mensch von heute kann mit dem Verrückten quasi nicht mehr umgehen. Er asyliert es. Also er sperrt es weg. Das ist ein bisschen nach Foucault gedacht. Ich selber bin nicht immer ganz einer Meinung mit Foucault, weil ich denke, es sind mehr die Irrtümer der Bemühten, die wir da manchmal sehen. Und nicht unbedingt immer nur der Staat, der versucht, da Dinge zu ordnen. Natürlich auch, aber nicht nur. Sondern es sind auch unsere, auch wir Psychiater irren manchmal ganz gewaltig und nennen uns trotzdem vernünftig, ohne uns mit den Irren gemein zu machen, was vielleicht manchmal besser wäre. Fühlen Sie sich sozusagen als Außenseiter oder Avantgarde, also Vorreiter unter Ihren Kollegen? Oder ist das, was Sie verkörpern mit Ihrer Haltung diesen Menschen gegenüber, mittlerweile auf dem Vormarsch? In der Psychiatrie. Ich glaube, es gibt innerhalb... Sie ist sehr medikamentisiert. Ich habe ein halbes Jahr in der Psychiatrie auch noch mal gearbeitet und hatte Ihnen am Telefon erzählt, ein Kollege hat mal Haldol genommen, Hälfte der Dosis, die normal verabreicht wurde, und er war 3 Tage kampfunfähig. Also sehr viele Medikamente werden eingesetzt, Psychopharmaka ohne Ende, was... halt dieses Ruhighalten und, ne, okay, dann brauchen wir ihn nicht fixieren, wenn er da oben so rumläuft. Ja. Die Frage, sind Sie da eine Avantgarde oder, und ziemlich alleine oder
können Sie spüren, dass jetzt ein neuer Wind, ein neues Bewusstsein durch die Psychiatrie geht? Also das Letzte auf jeden Fall. Mhm. Die Psychiater sind ein äußerst heterogenes Völkchen. Also da findet man so wirklich, also es ist wie ein Zoo. Ja? Man hat alle Tiere beieinander und dann schreibt man drüber, das sind Psychiater. Jeder ist so ein Stück anders und das ist auch das Interessante, also wenn man sich unter den Kollegen bewegt. Es gibt natürlich die knallharten Biologisten, die so mit diesem Positivismus, mit diesem pharmakologischen Positivismus rangehen und sagen, wir können alles medikamentieren. Das ist ja nur eine biologische Verdrahtungsproblematik. Mhm. Natürlich gibt es die Kollegen. Es gibt die reinen Psychotherapeuten reinsten Wassers, die also noch in der Schwebe liegen und sagen, ich kann alles psychotherapieren. Es gibt aber auch die, die tatsächlich diese genannte Dreieinigkeit, Bio, Psycho, Sozialleben, die sagen, das eine tut dem anderen nicht weh, solange ich es verantwortlich nutze. Mhm. Es gibt Situationen, da müssen wir letztendlich gucken, dass der Patient sich selbst noch ertragen kann, weil er sonst selbst explodieren würde. Ja. In der Situation ist bisweilen ein Medikament eine gute Hilfe. Aber es ist eben auch temporär. Nicht mehr. Also, genau. Mh. Es ist nie mehr. Es ist nur ein Mittel, das wir im Moment einsetzen, aber das kein Eigenwert besitzt, sondern das ist nur ein Mittel zum Zweck. Das Umgekehrte, die Psychotherapie, man kann die genauso missbrauchen wie Pharmakotherapie. Und da kenne ich genügend Beispiele. Ich selber bin Psychoanalytiker und Psychodramatherapeut. Ich habe 2 große Ausbildungen und umso mehr ich Ausbildungen hatte, umso demütiger wurde ich, weil ich gemerkt habe, auch das ist nur ein Mittel zum Zweck. Es ist kein Ismus, es ist keine Ideologie und es ist kein Eigenwert. Es ist nur ein Mittel, es ist ein kleiner Werkzeugkoffer. Ja. Und die reinen Sozialtherapeuten, die nichts anderes machen, als nur zu sagen, wir müssen die Welt um den Menschen ändern, dann geht es ihm gut. Die irren genauso. Deswegen ist es immer eine Dreieinigkeit und ich muss in jeden einzelnen Menschen, den ich da betreue, den ich da begleite, muss ich mir aus diesen verschiedenen Koffern die richtigen Dinge herausziehen. Und das ist eben das Teil der Kunst. Dann ist es Heilkunst und nicht nur ein Reparaturbetrieb. Und das sind die Kollegen, vor denen ich immer Achtung habe, die wirklich aus allen Teilen schöpfen. Ich kenne wenig Psychiater, die wirklich dieses Negativbild, bei Dürrenmatt wäre es jetzt sozusagen bei den Physikern wiederzufinden, das wirklich verkörpern. Die meisten gehen mit dem guten Wollen voran und nutzen das, was sie wissen. Die Kunst aber dahinter ist dann die Erkenntnis, dass wir eben nicht alles wissen und die gelebte Demut. Und damit bin ich wieder ganz beim Menschen, der vor mir sitzt. Denn wenn ich weiß, wo meine Grenzen stehen, ich aber auch weiß, dass ich vor einem Menschen sitze, diesem Menschen mit Respekt begegne, dann kommt es zurück. Dann hilft der Mensch, der vielleicht auch mal Patient ist, mir im Suchen meiner richtigen Werkzeuge. Und ich glaube, das ist ein Dialog. Dazu muss ich aber offen sein, den Dialog überhaupt zu machen, zuzuhören, was der andere sagt, dieses zu transportieren in meine Welt, in meine Verbalisierung. Und nur dann habe ich eine Chance, dem näher zu kommen. Und das ist natürlich ein aufwendiger Prozess. Und je länger man diesen Beruf macht, je besser kann man damit umgehen. Mhm. Es ist eben genau viel Erfahrung. Es ist, glaube ich, in der Medizin wahrscheinlich das eklektischste Fach überhaupt. Ich wüsste, was heißt also jetzt rein Eklektik? Ich habe das schon mal gehört. Erfahrungswissen. Reines Erfahrungswissen. Okay. Also das werden die ja bei vielen anderen, da geht es darum, dass ich ein Handwerk beherrsche, dass ich eine Pinzette richtig halten kann, ein Skalpell richtig führen. So ist es bei uns dann doch wir selbst, die das Werkzeug sind. Mhm. Wir können uns nicht auf irgendetwas berufen. Klar gibt es heute auch Kernspin und alles Mögliche. Man kann Schnittbilder machen, die ganz toll aussehen. Und trotzdem ist es nur ein Bild der Wirklichkeit. Ja.
Und ich sage immer, wenn ich vor Rembrandt stehe, bin ich auch demütig. Mhm. Weil ich weiß, was dort alles drin sein soll. Aber ich weiß auch, wenn Rembrandt all das gedacht hätte, was wir heute hineininterpretieren, wäre er immer noch beim Malen. Und ich glaube, genauso müssen wir auch den Menschen sehen. Das sind immer nur Aspekte, die ich wahrnehme. Und mit diesen Aspekten muss ich verantwortlich umgehen. Ja. Es ist nie etwas Vollständiges. Es ist immer ein Teil der Wirklichkeit. Und je mehr mir der Patient zeigt oder der Mensch, der vor mir ist, sich öffnet, je mehr bekomme ich zu sehen. Und je mehr kann man einen gemeinsamen Weg gehen. Und es ist eben ein anderes Verständnis, das Anderssein des Patienten so zu sehen, dass man sagt, naja, du lebst in einer realen Welt. Und ich bin manchmal nur der Übersetzer. Mhm. Ich übersetze deine Sprache in die Weltsprache, aber ich übersetze dir auch die Weltsprache, damit du auch weißt, warum die Welt so funktioniert. Mhm. Dann ist es eine andere Wirklichkeit. Haben Sie noch vielleicht ein Beispiel eines Menschen, der eben nicht verstanden wurde in seiner, in seinem nicht, oder nicht ganz dicht sein in diesen 25 Jahren? Können Sie sich an einen Menschen erinnern? Also es gibt einen Patienten, der mir immer so schön in Erinnerung ist, weil wir etwas getan haben, was völlig verrückt war. Also wir waren die Verrückten. Ja. Dieser Mann kam zu uns, weil er seiner Mutter mit einem Küchenbeil den Kopf spalten wollte, weil er der Überzeugung war, diese Mutter ist nicht seine Mutter, sondern es ist eine Hochstaplerin. Er selbst war überzeugt, Jesus zu sein, und aus der Logik heraus erwartete er die Mutter Maria als Mutter. Die Dame, die sich aber am Telefon meldete, hieß Uschi. Das heißt, damit war er sich sicher, das ist eine Hochstaplerin. Und damit sie keinen Unfug machen kann, wollte er dem ein Ende bereiten. Was dazu geführt hat, dass die Polizei ihn in die Klinik gebracht hat. Und das war eine Zeit, wo diese Zwangsbehandlung im Moment nicht möglich war. Das heißt, wir hatten diese Möglichkeit nicht. Und das war gut so. Mhm. Ich hatte dann intensive Gespräche mit ihm. Und irgendwann habe ich gemerkt, er hat ein sehr eigenes Bibelverständnis. Er sagt auch immer, das ist falsch geschrieben. Also erstens mal, der Jesus, der war überhaupt nicht den Frauen abgeneigt. Also ich konsumiere so viele Frauen, wie es geht. Weil alle, mit denen ich geschlafen habe, die sind danach gesund. Mhm. Dachte ich mir, Neid. Aber genau mit dieser etwas, naja, ich sag mal, verschmitzten Art haben wir dann ganz schnell einen Kontakt gekriegt. Und das war dann ein gutes Verhältnis. Und irgendwann fiel mir ein und sagte, sagen Sie mal, was würde denn passieren, die Mutter Maria, also die Uschi, würde sich als Mutter Maria outen und würde sagen, ich bin die Mutter Maria voll der Gnaden. Ja, dann haben wir so ein bisschen uns unterhalten und irgendwann kam man drauf, die wäre so medienüberrumpelt, dass die Frau das gar nicht überleben könnte, ja, wenn alle... Also alle Zeitungen, Renier aus der Schweiz, Springerpresse und wie auch, wie sie alle heißen, sich alle auf diese Frau stürzen würden, das würde keiner aushalten. Da sagte ich, naja, vielleicht ist es ja so, dass die Mutter Maria jetzt ein Alias benutzt, also ein Ersatznamen für sich. Guckt er mich an und sagt, naja, das hat schon Logik. Da sage ich, jetzt stellen Sie sich vor, Sie hätten jetzt die Mutter Maria den Kopf gespalten. Da würde der Welt was fehlen. Denn in vielen Kirchen wird die Mutter Maria ja verehrt. Also dann müssten wir die alle schließen. Da guckt man an und sagt, das wäre ja Chaos. Ja, wäre Chaos. Und wir gingen so auseinander. Es ist auch nie was passiert. Also die Frau dürfte sich immer noch, hoffe ich, bei bester Gesundheit befinden. Und er hatte den großen Wunsch, nach Israel zu gehen. Und ich habe ihm noch so eine Visitenkarte eines bekannten Psychiater in Haifa übergeben, habe gesagt, ja, ich gebe Ihnen mal noch eine Adresse mit, falls Sie dort wirklich ankommen, dann können Sie dorthin gehen und einen schönen Gruß sagen. So einen schönen Gruß von mir, wir kennen uns. Mhm. Irgendwann dachte ich, es ist vielleicht nicht dumm, wenn ich den vorher anrufe, rief also da in Haifa an und habe gesagt, du pass mal auf, es könnte sein, dass da jemand vorbeikommt, sich auf mich beruft, das ist ein ganz netter. Mhm. Dann sagt er, wie, Jesus, haben wir hier unendlich viele. Ein halbes Jahr später ruft er mich an und sagt, du stell dir vor, der war wirklich da. Mhm. Und der war genau, wie du es beschrieben hast.
Ich glaube, der wird nie wieder von hier weggehen, sondern der wird irgendwie untertauchen und der wird immer hier sein, weil hier gehört er hin. Dann dachte ich mir, naja, was wäre jetzt passiert? Wir hätten den jetzt behandelt mit Medikamenten. Hätten wir mehr erreicht? Ich weiß es nicht. Aber ich fand diese Variante interessant, ja, weil ich ihn einfach gelassen habe, wie er sich fühlt. Er hat mich gelassen, wie ich mich fühle, und er hat mein Ziel, dass diese Uschi, dass der nichts passiert. Mhm. Damit war mein Ziel erreicht, sein Ziel hat er erreicht. Mein Kollege hat noch einen interessanten Menschen kennengelernt, wo ich mir gedenke, eigentlich sind wir alle zufrieden. Ja. Und das ist eben eine ganz andere Sichtweise. Mhm. Nicht? Mhm. Und wenn man das Gegenteil anguckt, ich weiß nicht, ob das so ganz bekannt ist, aber Klinger hatte ja eine Beziehung zur Frau Arsenjew. Das Max Klinger, oder? Ja, der Künstler. Mhm. Und Frau Arsenjew stammte eigentlich aus Wien und war eine, wenn man so will, ein bisschen Frauenrechtlerin, eine Frau, die auch exaltiert war, die eine Frau ihrer Zeit war. Nicht? Das waren ja die 20er Jahre. Da gehörte so ein Stück mit zur Bohème dazu, dass man das so gelebt hat. Am Ende des Tages war die Dame in der Hubertusburg untergebracht worden, wurde begutachtet, durchaus von niemandem Geringeren als Herrn Gaub, der ein großer Psychiater seiner Zeit war, und ist dann irgendwann in Breunsdorf 41 verstorben. Auch das ist Psychiatrie. Eine Möglichkeit, Menschen, die unliebsam werden und geworden sind, ja auch ein Stück sich derer zu entledigen. Und das muss man immer wissen. Das kann ein gutes Instrument sein, es kann aber auch eine böse Waffe werden. Ja. Und damit sind wir wieder bei Janke. Mhm. Genau davor warnt er uns. Das war jetzt ein wunderbarer Bogen und für mich tatsächlich ein Lichtblick, denn ich hatte hier das Thema schon öfter mit ehemaligen Insassen einer Psychiatrie, die nicht immer sehr schöne Dinge erlebt haben dort. Und deswegen war es mir eine Freude, dass Sie zugesagt haben hier für dieses Gespräch. Und ich wünsche uns, dass diese Grundhaltung, die Sie verkörpern, sich verbreiten möge. Herzlichen Dank, Peter Gramp. Ja. Ihr Lieben, ich glaube schon, dass das, was gesellschaftlich jetzt langsam, aber sicher um sich greift, dass wir einen anderen Umgang miteinander, einen anderen Umgang mit uns selbst, einen liebevolleren Umgang mit uns selbst, einen wertschätzenderen Umgang mit uns und unseren Mitmenschen lernen, gerade in dieser Zeit, dass Peter Gramp dafür sozusagen eine wunderbare Symbolfigur war. Und es war mir eine Freude. Ich hoffe für euch auch und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.